Willkommen bei Bewegen. Eine Initiative von Mission is Possible. Wenn jemand einen Eindruck hat, ein prophetisches Wort, ein Wort der Weissagung, dann bist du eingeladen, es mit uns zu teilen. You are invited to share it with us. Ich hatte den Eindruck, dass Jesus hier im Raum steht. Er ist festlich gekleidet. Ich hatte den Eindruck, Jesus steht mitten hier im Raum. I had the impression that Jesus is standing here in our midst. Und wir sitzen zu seinen Füßen. And we are sitting on his feet. Und es ist richtig gut. And it is really good. Und das Wort, das ich dazu habe, ist: And the word I have to that. Ich mach's mit jedem einzelnen von euch gut. With every single one of you, I make it good. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währt ewig. Wir feiern dich, denn niemand kommt dir gleich. Den Menschen dort, die schon lange dem Herrn treu dienen. Gott und König. Wann mal siehst du was wenig oder auch, ja, es sind Menschen dort, die schon lange treu dem Herrn dienen. There are people here, they are serving the Lord faithfully for a long time. Viele auch im Hintergrund. Many in the background. Wo man sie nicht sieht. And nobody sees them. Aber der Herr sieht dich. But the Lord sees you. Und für dich habe ich ein Wort bekommen. And I got a word for them. Der Herr hat für dich den Lohn der Treue bereitet. The Lord has prepared for you the reward of faithfulness. Und ich habe noch zwei Bibelstellen dazu, die ich vorlesen möchte. And I want to read two scriptures. Wenn ich Brüder lese, gilt das natürlich auch für die Schwestern ganz normal. When reading brothers, of course, this is for sisters too. Darum, meine lieben Brüder, therefore, dear brothers, seid fest und unerschütterlich. Be steadfast and unshaken. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn. And become stronger and stronger in the work of the Lord. Weil ihr wisst, because you know, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Your work in the Lord is not in vain. Steht im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58. 1. Corinthians 15, 58. Und dann habe ich noch einen Vers aus Malachi 3, Vers 18. And then Malachi 3, 18. Dann werdet ihr sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. And you will see again the difference between the righteous and the unrighteous, between the one who serves God and the one who doesn't serve him. Du bist unser Gott. I had the vision of a little stone fell on a lake. Ich habe eine Vision gehabt, ein Stein fiel in den See. And it started creating, you know, the ripple effect. Und ihr kennt diese Wellen. So what is going on here? Und was hier läuft, will affect more and more and more and more. We'll be growing up. Das wird mehr und mehr Leute berühren. Es wird wachsen und Wellen schlagen. The whole nation. Im ganzen Land. But I believe more than that. Aber ich glaube noch mehr.
beyond Germany. Über Deutschland hinaus. Halleluja. Halleluja. Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währt ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Gott sagt, dass er noch so viel mehr vorbereitet hat heute, diese Fülle, die er uns geben will und auch zu erkennen, wie heilig er ist und diese Fülle seines Reichtums, dass wir das ergreifen, dass wir unsere Herzen aufmachen, da wird der Vater ist da und er teilt aus und er gibt uns das, was jeder Einzelne braucht. Ja, öffnet eure Herzen, dass er einfach euch das geben kann, was ihr braucht und dass ihr euch weit macht und dass auch der Verstand, dass er einfach abgelegt wird und dass der Vater sagt, öffnet eure Herzen, ihr seid meine Kinder und empfangt das, was ich euch geben will und nehmt, ich habe in Fülle. Ja. So, okay, open up your hearts, receive everything the Lord has prepared for you. Das sind gute Aussichten, gell? Seine Schönheit, seine Herrlichkeit wird nie vergehen. Halleluja. His glory never will fade. Einmal nochmal Grüße zu unseren Freunden im Livestream. Welcome to our friends on Livestream again. Ihr dürft auch prophetisch sein. Also may be prophetic. Ihr könnt eure Eindrücke uns per E-Mail senden. Share your impressions by E-Mail. info@mission-is-possible.de. So the address again is info@mission-is-possible.de. Schickt uns auch eure Eindrücke, damit ihr mit uns damit Teilhaber seid und wir mit euch. So send us your impressions so we can participate. So jetzt and you with us. Heißen wir John David Kirby willkommen. Now welcome to John David Kirby. Der hat die heißen Sümpfe von Florida verlassen, um in der Kälte von Schwabenland anzukommen. He left warm Florida to come here to our cold area. It is truly an honor to stand before you today. Es ist eine Ehre, heute vor euch zu stehen. And I would like to bring a prophetic message und to this conference. Ich möchte eine prophetische Botschaft bringen. I will not teach the entire message. Ich werde nicht alles lehren. But I want to encourage you to read and study for yourself. Aber lest es einfach nachher selber. It's the last two chapters in the book of Acts. Es sind die beiden letzten Kapitel der Apostelgeschichte. And it begins with Paul's journey. Und es fängt an mit der Reise von Paulus. Because each and every one of us are on a journey. Denn jeder von uns ist auf dem Weg. There's a plan of God and a purpose of God. Gott hat einen Plan und er hat etwas vor. For your life, for my life. Für dein Leben, für mein Leben. And we find in the life of the Apostle Paul, und im Leben des Apostels Paulus finden wir, that his destiny was to go to Rome. Dass seine Bestimmung war, nach Rom zu gehen. So he gets on the ship. Er geht also aufs Schiff. And that ship is prophetic for us today.
Und das Schiff, das ist prophetisch für uns heute. He says, speaks of the vessel that carries you to another place. Und das heißt, das ist ein Gefäß, etwas, was dich woanders hinbringt. For many of us, it is our ministry. Für viele von uns ist es unser Dienst. It is our church. Unsere Gemeinde. It is the purpose of God in our lives. Der Plan Gottes für unser Leben. It's something that carries you to another place. Das ist etwas, das bringt dich woanders hin. And as he was on this ship, und als Paulus auf dem Schiff war, everything was nice. Da war alles, sah gut aus. And then he has a prophetic perception. Und dann hat so eine prophetische Vorstellung. That something is about to happen. Dass da etwas geschehen wird. So he tells the captain, he tells the owner. Und sagt dem Kapitän, sagt dem Eigentümer. This voyage is going to end with damage. Diese Reise wird im Bruch enden. Damage to the ship. Schaden für das Schiff. The cargo. Die Ladung. And lives. Und Menschenleben. But they did not listen. Aber sie haben nicht zugehört. The owner, the captain did not listen. Der Eigentümer, der Kapitän, hörte nicht auf ihn. To the prophetic warning. Er hörte nicht auf die prophetische Warnung. Because everything looked good. Denn alles sah gut aus. The sky was clear. Der Himmel war frei. The breeze was nice. Es war eine angenehme Brise. The sun was shining. Die Sonne schien. But something was coming. Aber da war was im Kommen. So they continued in the journey. Also sie setzten die Reise fort. And something changed everything. Und da geschah etwas, das änderte alles. Your life. Dein Leben. My life. Mein Leben. We're living life, ministry, everything is moving. Das Leben geheimnisvoll, alles bewegt sich. And 2020 comes. Und dann kommt 2020. All of a sudden. Und plötzlich. There's a storm. Ist da ein Sturm. 2020 begins the storm. In 2020 der Sturm fängt an. And the darkness. Und die Finsternis. 2020. 2020. The year of the storm. Das Jahr des Sturms. During the storm, während des Sturms, they fast for 14 days. Haben sie 14 Tage lang gefastet. Darkness. Es war dunkel. No light for days. Tagelang kein Licht. Until the point where everyone had lost all hope. Bis jeder alle Hoffnung verloren hatte. In the midst of that darkness. Und mitten in dieser Dunkelheit. Paul has an angelic experience. Hat Paulus ein Erlebnis mit einem Engel. In the midst of the greatest darkness. Inmitten der stärksten Finsternis. The angel of God comes. Kommt der Engel Gottes. And reassures Paul. Und bestätigt den Paulus. You must go to Rome. Du musst nach Rom gehen. You must fulfill the plan of God. Du musst Gottes Plan erfüllen. You must fulfill your destiny. Du musst deine Bestimmung erfüllen. But what about the storm? Aber da ist der Sturm. What about COVID? Und da ist Corona. What about sickness and disease? Die Leute sind krank. You must go to Rome. Du musst nach Rom kommen. And I'm here to speak into your lives today. Und ich bin hier und ich spreche heute in euer Leben that hinein. The purpose of God is greater. Dass Gottes Plan größer ist. The destiny of God is greater. Das, was Gott für dich bestimmt hat, ist größer. In every battle and struggle and storm. In what? Every battle, struggle and storm. Also in jeder Schlacht, in jedem Durcheinander, in jedem Sturm. Number one. Nummer eins is a storm. Der Sturm. 2020. 2020. The year of the storm. Das Jahr des Sturmes. The angel of God speaks to Paul.
Der Engel des Herrn spricht zu Paulus. And he tells him that this ship will be destroyed. Und er sagt ihm, dieses Schiff wird zerstört. The cargo will be lost. Die Ladung wird verloren sein. But the lives will be spared. Aber die Menschenleben werden gerettet. And many here today verschont. Und viele heute hier have lost things haben Dinge verloren. Because of the storm. Im Sturm. 2021. The year of the shipwreck. Das Jahr des Schiffbruchs. When the ship that Paul's on, als das Schiff, auf dem Paulus war, hits the sandbar or the reef. An den Klippen zerschellt. And the ship begins to come apart. Es stößt an die Klippen und das Schiff fängt an zu brechen. 2021. The year when many churches began to fall apart. Da haben Gemeinden angefangen zu zerbrechen. Even lives that suffered loss and heartache. Und auch Menschen haben Verlust und Herzschmerzen erlitten. People that we know and that we love died. Und wir waren am Sterben. Many lives were wrecked when they hit that sandbar. Und viele Menschenleben sind zerbrochen, als sie an diese Klippe gestoßen sind. The ship broke into pieces. Und das Schiff zerbrach in Stücke. And this is many lives today. Und so ist es mit vielen Menschen heute. But God had told Paul, und Gott hatte Paulus gesagt, you are going to land on a certain island. Ihr werdet auf einer bestimmten Insel landen. So as the ship began to fall apart, come apart in the sea. Also auf dem Meer, da begann das Schiff auseinanderzubrechen. Those that could swim began to swim to shore. Und die schwimmen konnten, fingen an, auf die Küste zuzuschwimmen. Those that could not swim. Und die nicht schwimmen konnten. They took pieces of the boat. Die nahmen Balken vom Schiff and they held on to those pieces und haben sich an diese Balken geklammert and they made it safely to shore. Und auch sie sind sicher am Ufer angekommen. As God had told Paul, am Strand, wie Gott es Paulus gesagt there will hatte, be destruction. There will be what? Destruction. Es wird Zerstörung geben to the ship, für das Schiff, the cargo, für die Ladung, but the lives will be saved. Aber die Leben werden davon kommen. But I want to give you a prophetic word today. Und ich gebe euch heute ein prophetisches Wort. For leaders that are in this house. Für die Leader, für die Leiter hier. And those that are streaming live. There are people. Und die im Livestream, das sind Leute. That have a piece of your ship. Die klammern sich an ein Stück von deinem Schiff. They have a piece of your ministry. Die haben ein Stück von deinem Dienst. And they're going to come back together again. Und sie kommen wieder zusammen. As we have seen many churches and ministries broken apart. Wir haben gesehen, wie viele Kirchen, viele Gemeinden und Dienste zerfallen sind, zerbrochen sind. Through the storm of 2020. Durch den Sturm in 2020. The shipwreck of 2021. Und den Schiffbruch in 2021. Paul arrives on the shore. Und Paulus kommt ans Ufer an. And it's freezing cold and raining. Und es ist eiskalt und es regnet. And we have a revelation of true leadership. Und wir haben eine Offenbarung über echte Leiterschaft. As the local people began to build a fire. Die Einheimischen zünden ein Feuer an. Paul helped build the fire. Und Paulus trägt dazu bei, dass das Feuer etwas zu fressen hat. And he was collecting sticks and wood. Und er sammelt Holz und Stöcke. And a viper came out and latched on his hand. Und da kam eine Viper hervor und hängte sich an seine Hand. 2022. The year of the snake bite. Das Jahr des Schlangenbisses. Where many people have been bitten. Viele wurden gebissen by the virus, vom Virus, by the shot, von der Spritze. He shook off the serpent. Und er hat die Schlange abgeschüttelt. He shook off the plan of the adversary.
Er hat die Pläne des Widersachers abgeschüttelt. 3 year period. 3 Jahre lang. 2020. Year of the storm. Das Jahr des Sturms. 2021. 2021. The shipwreck. Der Schiffbruch. 2022. 2022. The snake bite. Der Schlangenbiss. But now, 2023. Aber jetzt 2023. I am here to prophesy. Ich bin hier zu prophezeien. And release a prophetic word in your spirit. Ein prophetisches Wort in deinen Geist. That you have come through the storm. Du bist durch das alles durchgekommen. You've come through the shipwreck. Du überlebst den Schiffbruch. You've come through the snake bite. Du überlebst den Schlangenbiss. And you have arrived at a new place. Und du bist an einem neuen Ort angekommen. Every one of us today in this building. Jeder von uns hier in diesem Gebäude. Are in a new place. Wir sind an einer neuen Stelle. But this is what I want you to hear. I want you to hear something. In diesem Jahr, und ich möchte, dass ihr etwas hört. It's not a place we ever looked for. Wir haben uns nie danach, wir haben das nie gewünscht, dass wir da sein sollten. The Apostle Paul finds himself on an island. Der Apostel Paulus findet sich wieder auf einer Insel. That was not in his plan. Und das hatte er nicht geplant gehabt. Not in his program. Das stand nicht auf dem Programm. But it was in the plan of God. Aber es war in Gottes Plan. And he finds himself on an island of Malta. Und er findet sich wieder auf der Insel Malta. And the people think that he's a murderer. Und die Leute denken, das muss ein Mörder sein. The worst possible place. Das ist der schlechteste Platz, den man sich vorstellen kann. The serpent had bit him on the hand. Die Schlange hatte ihn in die Hand gebissen. He must be a murderer. Das heißt, das muss ein Mörder sein. The worst scandal. Das war der größte Skandal. The worst accusation. Das war die schlimmste Anklage. To be called a murderer is as low as you can go. Ein Mörder genannt zu werden, das ist das Tiefste, was einem passieren kann. But he shakes off the snake. Aber er schüttelt die Schlange ab. And they look at the man. Und die sagen, jetzt guck den mal an. He doesn't swell up. Der schwillt nicht an. He doesn't drop over dead. Der fällt nicht tot um. They said he must be a god. Und dann sagen sie, das muss ein Gott sein. One moment. Moment. Murderer. In einem Moment. The worst you can get. Dem gehört's, dass er stirbt. The next moment you're a god. Im nächsten Moment du bist Gott. As great as you can get. Also größer geht's nicht mehr. And I believe there's a prophetic message in that. Und ich glaube, da ist eine prophetische Botschaft drin. Especially for leaders. Besonders für Leiter. Don't get too low when everyone speaks ill of you. Lass dich nicht zu sehr niederdrücken davon, wenn andere über dich herziehen. And don't get too high. Und lass dich nicht zu hoch erheben. When everyone speaks well of you. Wenn jeder dich lobt. Because in a twinkling of an eye. Denn in einem Augenblick. Everything can change. Kann alles sich ändern. One day they're crying out, Hosanna! Am einen Tag schreien sie Hosanna. Another day they're crying out, crucify him. Und ein paar Tage später kreuzige ihn. So Paul finds himself in this place. Also Paulus findet sich wieder an einer Stelle. And he finds favor. Und er findet Gunst. Oh, this is good. Ist das nicht gut? He finds favor in a place he never dreamed he would be. Er fand Gunst an einer Stelle, wo er sich nie hätte träumen lassen, dass er dahin kommt. This is what I want you to hear today. Und bitte hört das heute. God's about to do something new in you. Gott ist dabei, in dir etwas Neues zu tun. God's about to surprise you and shock you. Gott ist dabei, dich zu überraschen und zu schockieren. With favor like you've never seen. Mit Gunst, wie du sie nie erlebt hast. So Paul arrives on the island. Also der Paulus ist da auf der Insel. And he finds favor with the top man of the island. Und er findet Gunst bei dem angesehensten Mann der ganzen Insel. His name is Publius. Der heißt Publius. But his father has a terrible disease. Und sein Vater ist schrecklich krank. And a horrible fever.
Er hat ein schreckliches Fieber. Paul goes in. Paulus geht hinein. And heals the man. Und heilt ihn. A man got a miracle. Ein Mann kriegt ein Wunder. That may never have gotten a miracle. Wahrscheinlich hatten sie noch nie ein Wunder erlebt. If there hadn't been a storm. Hätten sie nie ein Wunder erlebt, hätte es nicht diesen Sturm gegeben, den Schiffbruch und den Schlangenbiss. I'm here to tell you today. Und ich will euch heute sagen, no matter what you've been through, egal was ihr durchgemacht habt, there is a destiny. Gott hat einen Plan. And God's about to turn it around. Eine Bestimmung und Gott wird das umkehren, was du erlebt hast. Paul finds favor. Paulus findet Gunst. He heals the man's father. Er heilt den Vater des Mannes. So the man gets a miracle. Dass dieser Mann ein Wunder erlebt. That may never have gotten a miracle. Und wahrscheinlich haben sie noch nie ein Wunder erlebt. And then. Und dann. The whole island comes. Kommt die ganze Insel. And they get miracles. Und auch jeder die kriegen ihre Wunder. One of the most fruitful seasons of ministry. Eine sehr fruchtbare Zeit des Dienstes. Successful healing, miracle, deliverance ministry. Ein erfolgreicher Heilungs- und Wunder- und Befreiungsdienst. Happens in the life of Paul. What? Happens in the life of Paul. Okay, da, so eine wunderbare Zeit geschieht im Leben des Paulus. On a place. Und an einer Stelle. He never dreamed he would be. Wo er sich nie hätte träumen lassen, dass er sein wird. And I want to release that over you today. Und ich spreche das aus und setze das frei über euch. That God's about to bring you to a place. Dass Gott dabei ist, euch wohin zu bringen. You never thought of. Wo ihr niemals drüber nachgedacht you never hättet, dreamed of. Von dem ihr nicht geträumt habt. And you'll say, wow, God. Und ihr sagt, wow, Gott. I never thought of that. Da habe ich nie dran gedacht. He says, I know. Gott sagt, ich weiß. Because I'm God. Ich bin Gott. And you're not. Und du nicht. But it's gonna be good. Und es wird gut sein. Halleluja. So not only does Paul have a fruitful season of ministry. Nicht nur, dass Paulus hier eine fruchtbare Zeit des Dienstes hatte. The people begin to bless him and favor him. Die Leute segnen ihn und zeigen ihm ihre Gunst. That when it was time to leave that place. Und als es Zeit war, weiterzufahren, the people of that island, da kamen die Leute von der Insel, blessed them, und gaben ihnen einen Segen. With everything they needed. Sie haben sie versorgt mit allem, was sie brauchten. God's about to do something amazing. Gott ist dabei, etwas Erstaunliches zu tun. For you and for me. Für euch und für mich. God's about to open doors. Gott öffnet Türen. For your ministries, für deinen Dienst, für euren Dienst. In places you never dreamed, an Orten, wo ihr nie davon geträumt hättet. Because God's doing it for me. Denn Gott tut es für mich. And God's gonna do it for you. Und er kann es für euch tun. You've come through those 3 years. Und ihr kommt aus diesen 3 Jahren. And I'm here to prophesy today. Und ich bin hier, um zu prophezeien. That 3-year cycle. Dass diese 3-Jahreszeit, that 3-year period, diese Periode von 3 Jahren, it's over. Dieser Zyklus ist vorbei. It's over. Er ist vorbei. You have come through, ihr seid durchgekommen. And now begins, und jetzt beginnt a new season of fruitful ministry. Eine neue Zeit der Fruchtbarkeit. Favor. Gunst. Blessing. Segen. Prosperity. Wohlstand. Victory. Sieg. Like we've never seen before. Wie du es nie erlebt hast. And I release this over us today. Und ich spreche das aus, setze es frei über uns. And I want to ask you just to stand with me if you would. Und bitte steht auf. Because I want us to have there's going to be a season of ministry right here. Es kommt eine Zeit des Dienstes. And I just want you to lift your hands to heaven. Und ich möchte, dass ihr eure Hände in den Himmel legt. Say, Father God, sagt, Vater Gott, I'm asking you now, ich bitte dich jetzt, to empower me, mach mich stark with the Holy Spirit, mit dem Heiligen Geist. To touch me now, berühre mich. To heal me now, heile mich. And deliver me now, und mach mich frei. From any residue or remembrance,
von allem Rest oder Erinnerung of this last 3 years, dieser letzten 3 Jahre, in the name of Jesus, im Namen Jesu, right now, jetzt. Now I want to ask you to do something for me. Und ich bitte euch, tut was für mich. I want you to take your left hand, nehmt eure linke Hand, and just lay it on your body anywhere, und leg sie irgendwo doesn't auf deinen Körper. And I want you to raise your right hand, and I want to minister to you right now. Und ich will euch jetzt dienen. So just receive in these moments. Und empfangt in diesem Moment. In the authority of the name of Jesus Christ. In der Autorität des Namens Jesu Christi. I take my office in the kingdom. Nehme ich mein Amt im Reich Gottes wahr. And I command. Und ich befehle. And I demand. Und ich verlange. Every foul spirit. Jeden falschen Geist. Every demonic entity. Jede dämonische jedes dämonische that has attacked these bodies, die diese Körper angegriffen hat, through COVID, durch Corona, every sickness, jede Krankheit, every disease, jede Krankheit, in the authority of Jesus' name, in der Macht des Namens Jesus, I command, befehle ich, every foul spirit, jedem falschen Geist, loose God's people. Lass diese Leute los. Loose God's people. Lass Gottes Volk los. And let them go. Und lass sie in Freiheit. I break the power of COVID. Ich breche die Macht von Corona. Breathing disorders. Und diese Unordnung. All bronchial problems. Alle Atemprobleme. I command. Ich befehle. Every oxygen level. Jedem Sauerstoffgehalt. At 100%. Auf 100% zu gehen. I curse every sickness. Und ich verfluche jede Krankheit. Side effects. Alle Nebenwirkungen. Side effects to every medication. Nebenwirkungen von jeder Medikation. Side effects to every shot. Nebenwirkungen von jeder Spritze. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Let the power of the Holy Spirit. Lass die Macht des Heiligen Geistes. Cleanse every body. Jeden reinigen. Cleanse every bloodstream. Jede Blut. Purify our lives. Alles Blut reinigen und die Gefäße unser Leben that reinigen. Every demonic chemical dies. Dass jede dämonische Tentakel stirbt. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. I release. Seid frei. The working of miracles. Und ich setze frei dieses Wundertun. Ich setze frei die Gaben der Heilung. Ich setze frei the healing anointing. Die Heilungssalbung. I release ich setze frei the miracle anointing. Die Wundersalbung. And I command und ich befehle every person here jeder Person hier to be made whole, ganz to be healed, zu sein, geheilt zu sein, to be freed. Frei zu sein. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Now I want to count to three. Und ich zähle jetzt auf 3. When I say 3. Und wenn ich 3 sage. I want you to do what you could not do. Möchte ich, dass ihr das tut, was ihr bisher nicht tun konntet. If you could not move something, you will move it. Wenn du dich mit irgendwas nicht bewegen konntest, kannst du das jetzt. You couldn't bend something, you will bend it. Wenn du etwas nicht beugen konntest, you couldn't see, you will see. Wenn du nicht sehen konntest, dann you wirst could du not sehen. Breathe, you will breathe. Wenn du nicht atmen konntest, du wirst atmen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. One. Eins. Two. Zwei. Three. Drei. Just do it now, do it now, do it now. Jetzt tu es move jetzt. Your body. Tu es jetzt. Check your eye. Test your ear. Prüfe deine Augen. Breathe in the name of Jesus. Prüfe deine Ohren. Breathe in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Breathe in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Breathe deeply. Atme. Atme tief. Breathe in your lungs. Freedom in your lungs. Freedom in your breathing. Freedom in the name of Jesus. Freiheit in deine Atmung. Freedom in the name of Jesus. Freiheit im Namen Jesu. I release it over your lives. Ich setze you are not going backward. You're going forward. Ihr geht nicht zurück. You have a destiny. There is a plan of God. And you will succeed. Da hat Gott einen Plan und du wirst you es schaffen. Will achieve. Du wirst Erfolg haben. You will reach the shore. Du wirst an die Küste kommen. You will fulfill the plan of God. Und du wirst Gottes Plan erfüllen. And Father, I seal this. Und ich
versiegle das. Under the mighty blood of Jesus. Unter das mächtige Blut Jesu. I bind the thief. Ich binde den Dieb. That nothing is stolen. Dass nichts gestohlen wird. But from this day forward. Und von diesem Tag an. We step into a new realm of ministry. Gehen wir in einen neuen Bereich des Dienstes. A new realm of health and life. Eine neue Gegend von Gesundheit und Leben. Fulfill the will of God. Und wir erfüllen den Willen Gottes. In Jesus name. In Jesu Namen. And all those that believe. Und alle die die glauben. All those that agree. Alle die die zustimmen. All those that receive. Alle die es annehmen. Shout amen. Rufen Amen. And give God a praise. Hallelujah. Give God a shout. Also schreit ein Siegesgeschrei. Er hat mir gar nicht gesagt, dass er so viel Werbung für Apostelgeschichte Reloaded macht. He didn't tell me in advance he would make so such a good recommendation for Apostelgeschichte Reloaded. Die Apostelgeschichte Reloaded. Wow, die Apostelgeschichte, wie du sie noch nie gelesen hast. 288 Seiten, die dich in die tieferen Tiefen führen. Eigentlich die Geschichte von der Wirkung des Heiligen Geistes. Wiederentdecken, was die ersten Christen so mit Kraft erfüllte. Jetzt zugreifen. Blättere durch die Leseprobe auf www.edition-pji.com. Jetzt den Kanal abonnieren. Teile den Link auch mit deinen Freunden. Besuche die Website bewegen.love. Wenn du möchtest, kannst du auch die Waisenkinder-Projekte von Mission is Possible in Albanien unterstützen.